Guten Morgen, es ist 20 nach 9 und ich bin gerade aus meinem Zelt gekrochen. So, jetzt lade ich noch das Video von gestern hoch und dann fange ich mal langsam an zusammenzupacken. Mein Ziel heute ist Kolvereit. Das sind allerdings 157 Kilometer mit 1500 Höhenmetern. Ist aber glaube ich auch wieder ein oder zwei Fährfahrten dazwischen. Also ich werde nicht ganz die 157 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Aber ja, ich glaube die 1500 Höhenmeter werde ich wohl strampeln müssen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, man kann ja nicht die ganze Zeit nur bei 100 Kilometer pro Tag bleiben. Macht ja keinen Sinn. Ich schaff's einfach nicht früher loszukommen. Ist jetzt 5.11 Uhr. Jetzt muss ich noch meine Wasserflaschen auffüllen. Brille nochmal sauber machen. Kette will ich auch nochmal kurz abwischen und neu ölen. Und dann geht's endlich los. So, vom Campingplatz runter. Geht's noch auf den Supermarkt, das Frühstücken. Und dann geht's wirklich los. Ja, mit zu viel Hunger einkaufen ist immer ein Problem. Zwei Brötchen, Packung Schinken, eine Banane, Ingwer-Shot, Smoothie und eine Vanillemilch natürlich. Bisschen Salami und Müsli-Riegel. Noch als Snacks, damit ich über den Tag komme. Ja, jetzt werde ich hier jetzt erstmal wieder frühstücken. Mit toller Aussicht auf den Supermarktparkplatz. Guten. Noch 11:30 Uhr. Frühstück ist eingenommen. Banane habe ich nicht geschafft. Ich werde noch Müsli-Riegel verpackt. Und dann geht es dann wirklich los. Am Morgen direkt mal über eine Brücke. Sehr schön. Am Morgen. Ah, das sind die ersten Meter. 11:40 Uhr. Naja. Ah, geht ja gut los heute. Ich bin mal in die falsche Richtung gefahren. Diesen kleinen Garmin-Bildschirm ist auch echt schwer zu navigieren. Ne? Aber gut, weil Orientierungssinn ist halt auch für den Arsch. Offensichtlich. So. Endlich wieder auf der Tour in richtiger Richtung. Also um 11:50 Uhr geht es dann jetzt wirklich vorwärts Richtung Ziel. Kolvereit. Und jetzt verlassen wir Steinkir auch schon und fahren durch Steinvika. Uhr. Und der erste kleine Anstieg. Aber der ist ja wirklich nur klein. Und jetzt geht es auch schon wieder runter. Gerade über die Kuppel. Aber so wie es aussieht, kommen jetzt ein paar Wellen. Und 11:12 Uhr. War der erste 800 Meter lange Anstieg. Ja, Wetter ist heute wieder Bombe. Sonne scheint, blauer Himmel. Und der Kopf tropft. Und wieder eine Brückenüberfahrt. Ja, da die Autos hier ziemlich schnell an einem vorbeiballern, packe ich das Handy jetzt lieber wieder weg. Und wieder durch einen Tunnel. Sieht auf jeden Fall nach einem längeren Tunnel aus. War sehr schön kühl hier drin.
Okay, jetzt kommt der 600 Meter lange Holmwicht-Tunnel. Ich bin echt nicht sicher, ob ich hier mit dem Fahrrad langfahren darf. Na gut, keine Verbotsschilder hier nirgendwo. Hier die blaue Linie bin ich die ganze Zeit lang gefahren. Ich habe mich schon gewundert, warum mein eigentlicher Weg so versetzt ist. Da ist die Schnellstraße. Und hier ist ein Fahrradweg. Also durfte ich wohl wahrscheinlich nicht durch den Tunnel fahren. Ja. Aber jetzt gibt es erstmal wieder auf den sichereren Fahrradweg. Scheiße, ey. Gestern noch einen tollen Tipp gegeben, wie man seine Zeit in die Rahmentasche quetscht und heute reißt mir der Reißverschluss auf. Oh, nach einer gefühlten Stunde rumgefummelt ist der Schlitten wieder drin, aber der Reißverschluss schließt halt nicht richtig. Ja, mal gucken, ob das jetzt hält, wenn das Zelt drin ist. Oh, Ruhe, ey. Das hat Energie gekostet. Also nervig. Ja, kann ich schon mal vergessen. Scheiße, Alter. Ah, muss ich mir eine neue Rahmentasche kaufen wohl. Oh Gott. Wird ja nirgendwo hier kriegen wahrscheinlich. Oh, Scheiße. Ja, mal in den nächsten Ort fahren. Keine Ahnung. Mal gucken jetzt. Ja, also sind noch 58 Kilometer bis nach Namsos. Und da muss ich mal gucken, ob ich irgendwas Neues kriege. Oh Gott, Alter. Da bleibe ich dann aber auch über Nacht, ey. Kein Bock mehr jetzt. Scheiße. Da steht 51 Kilometer Namsos. Was für eine Panoramastraße wieder hier. Oh, es ist 20 vor 4. Die meisten Fahrradgeschäfte schließen um 5 in Namsos. Ich kann das heute wohl vergessen, irgendwie eine neue Rahmentasche zu kriegen. Ich habe bei den Fahrradshops auch schon angerufen, aber entweder irgendeine norwegische Bandansage oder die Nummer ist jetzt gar nicht erreichbar. Ja. Häng ich wohl in Namsos fest, dann zuerst mal eine Nacht. Ich bin noch 27 Kilometer. Ich habe noch 1 Stunde 15. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist bis jetzt 23,5. Keine Ahnung, ob das klappt. Aber ich probiere es einfach. Mit dem Bus bin ich erst um, keine Ahnung, 5, 6 da oder so. Also zur Erklärung, ich saß gerade an der Bushaltestelle oder ich habe gerade an der Bushaltestelle nach Busverbindungen geguckt. Aber ein bisschen Zeit zum Filmen muss ja auch sein. Noch 13 Kilometer und ich habe noch 40 Minuten. Vielleicht wird es ja noch was vor 5. 16:36, noch 5 Kilometer zum Cycle Center von Namsos. Die Namsos-Brua. Namsos-Brücke. Oh, ich hab's geschafft. 10 vor 5. Dieses Cycle Center hier finden. Da ist es. Oh. Nice. Ich
habe die gleiche Tasche, fast die gleiche Tasche, nochmal bekommen. Ah, die ist ein bisschen kleiner, glaube ich. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt umpacke. Aber so, neue Tasche ist dran. Zeltstein ging leider nicht mehr rein. Wir sind jetzt einfach hier vorne an der Lenkerrolle. Die alte nehme ich jetzt aber noch mit. Und dann rufe ich morgen bei Ortlieb an und frage, ob wir den Reißverschluss reparieren können. Und wenn nicht, schmeiße ich die Tasche einfach weg. Boah, das macht mich ja schon glücklich jetzt mit der 5 Gramm Tasche. Ah, sehr gut. Ja, jetzt ist nur die Frage, fahre ich weiter Richtung Kolbereit oder bleibe ich hier? Ist jetzt 5:30. Bis nach Kolbereit wäre es auch noch knapp 80 Kilometer mit 900 Höhenmetern, was natürlich auch nochmal ordentlich ist. Aber jetzt kann ich ja irgendwo am Weg pennen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe mir zuerst mal einen kleinen Snack kaufen. Hier ist nämlich auch ein Supermarkt um die Ecke. So, ich war jetzt einkaufen. Der Snack besteht aus dem Salat. Das ist morgen fürs Frühstück. Ah, den haue ich mir jetzt auch noch rein, den Fruchtsaft. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ja, ich sitze gerade wieder hier auf einer wunderschönen Treppe. Ist mir aber gerade ziemlich egal, ehrlich gesagt, wo ich sitze. Und ich glaube, ich fahre jetzt einfach noch ein Stück weiter Richtung Kolbereit. Oder wie es hieß. Und werde mir dann irgendwo einen Schlafplatz suchen. Jetzt ist es auf jeden Fall 7:50 Uhr. Und ich fahre weiter. Okay. Hier bin ich jetzt im 600 Meter langen Vika-Tunnel. Ich fahre eigentlich in die andere Richtung. Aber ich habe jetzt gerade hier diesen kleinen Weg entdeckt. Vielleicht führt der mich ja zu meinem Schlafplatz. Vielleicht führt er aber auch einfach nur zu diesem Haus. Also, wieder zurück. Ah, die Abendstunden sind auch schon immer echt geil. Jetzt die Sonne so auf dem Wasser spiegelt. Geil, jetzt habe ich gerade einfach zwei Zehnjährige angesprochen. Oder jünger vielleicht sogar. Ja. Wo ich denn hinfahre? Dann habe ich denen gesagt, dass ich einen Schlafplatz suche. Ja, die haben mich jetzt einfach hier hingebracht. Und hier oben, es wird jetzt irgendwo einen Platz geben, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Gucken wir doch mal. Nehmen wir euch mit auf die Reise. Ach Gott. Ja geil, da ist schon jemand. Ach geil. Sehr schön. Ach, wieder Glück gehabt. Wow. Ja geil. Hi. Scheiße, ey. Jetzt habe ich noch meine Brille verloren. Ah, heute ist echt ein Kacktag. Aber das hier sieht doch mal geil aus. Alter, das ist eine Hütte. Brauche ich nicht mal mein Zelt aufbauen. Wie geil ist das denn? Mit Elektrizität. Ah, geil. Das ist doch mal mega. Ja, geil. Ist der Tag dann doch noch gut geworden. Aber das mit der Brille ist echt scheiße. Ich weiß mal gerne, wo ich die verloren habe, ey. Und so sieht die Hütte von außen aus. Oh, Schlafgemach ist eingerichtet. Alle Sachen fein säuberlich aufgehangen. Strom habe ich leider nicht zum Laufen bekommen. Mal gucken, vielleicht können wir ja ein kleines Feuer machen.
War zwar schon warm genug heute den Tag über, aber so ein Feuerchen am Abend, da kann ich einfach nicht nein sagen. So, mit dem ganzen Rahmentaschen-Hickhack habe ich mein Ziel für heute natürlich nicht erreicht. Immer noch 65 Kilometer. Ist jetzt 9 Uhr, glaube ich. Ja, und das war es dann auch heute für mich. Also dann blende ich jetzt noch mal kurz ein, was ich gemacht habe. Und damit sage ich dann gute Nacht.